Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Hier kommt euer neues Monatsorakel für den August 2024. Ja, wir schauen uns diesen heißen Sommermonat jetzt mal ganz genau an. Und ich habe dieses Monatsorakel wie immer in vier Stapel unterteilt. Hier oben liegt der erste Stapel, das ist also die erste Augustwoche, 1. bis 7. August, dann haben wir hier den zweiten Stapel, das ist dann der 8. bis 14. August, den 15. bis 21. August haben wir hier und hier liegt dann alles ab 22. August bis Monatsende, also 22. bis 31. August. Und ich zeige euch natürlich auch gleich, mit welchen Karten ich gelegt habe, aber ihr seht jetzt hier nochmal ein paar Energiediamanten, eine Auswahl meiner Energiediamanten auf dieser Energy Plate drapiert, weil ihr nur noch heute und morgen die Möglichkeit habt, diese Energiediamanten mit 20% Rabatt zu bestellen. Also nur noch heute am 31. Juli und am 1. August bis 23.59 Uhr. Und ab 2. August ist die Aktion vorbei. Und wenn ihr mit diesen Mini-Energiediamanten oder auch mit den großen Energiediamanten gerne mal arbeiten wollt, ich habe es ja schon in vorhergegangenen Videos gesagt, dass es bei den großen Energiediamanten, bei fast allen gibt es gratis noch ein Ritualset mit obendrauf, bei den Mini-Energiediamanten nicht, aber bei den großen. Und wenn ihr mit diesen Energiediamanten arbeiten möchtet, ja, zum Beispiel der rote ist für die Erotik, die Sexualität, der grüne, ganz wichtig, Geldfluss, Reichtum, Cashflow sozusagen, oder der rosafarbene für die Liebe oder der weiße für die Reinigung. Also da gibt es ja ganz viele Energiediamanten. Alle, die es in klein gibt, gibt es auch in groß. Wie gesagt, der Unterschied ist nur, die kleine Variante kann man gut auch mitnehmen zu wichtigen Angelegenheiten oder Dates oder Vorstellungsgesprächen, ne? Und bei den großen gibt es, wie gesagt, gratis ein Ritualset mit dazu, nur solange der Vorrat reicht. Auf jeden Fall, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr mit den Energiediamanten arbeiten möchtet, nur noch bis 1. August 23.59 Uhr gilt der Code DIAMANT20. Diamant bitte alles groß schreiben. Und dann bekommt ihr, wie gesagt, 20% Rabatt sowohl auf die großen als auch auf die kleinen Energiediamanten. Und dieser Code gilt im Übrigen auch ausnahmsweise für den größten aller Energiediamanten, der sogenannte Zeitenbeschleuniger. Der hat auch eine Uhr eingebaut, weil ich arbeite ja immer auch ganz stark mit der Symbolkraft und Symbolsprache. Und wenn ihr mit diesem Energiediamant arbeiten möchtet, geht es einfach darum, dass ihr bestimmte Dinge in eurem Leben ja gerne haben wollt. Und um das eben energetisch zu beschleunigen, also dass es schneller ins Leben kommt, dass schneller die Liebe in euer Leben kommt, dass schneller der Ex-Freund oder die Ex-Freundin wieder zurückkommt oder dass ihr schneller eine tolle neue Wohnung findet oder einen tollen neuen Job. Also nur in aller Kürze jetzt das noch erwähnt, dann arbeitet ihr bitte mit dem Zeitenbeschleuniger. Aber ihr könnt euch bei Interesse eben auf der Homepage auch nochmal alles durchlesen, welcher Diamant für was steht. Aber der Code gilt, wie gesagt, auch für den. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich mache es jetzt mal bis 1. August die Aktion, dass auch dieser Rabattcode für den Zeitenbeschleuniger gilt. Ich habe übrigens aber auch nicht mehr viele davon. Und wenn der ausverkauft ist, kommt er wieder, aber das kann tatsächlich 4-5 Monate dauern, bis ich den wieder bekomme. Also, ich sag's nur, weil ich das ja immer wieder erlebe, dass wenn irgendwas dann weg ist, kriege ich immer E-Mails, ob ich nicht doch noch irgendwie einen hätte oder einen organisieren könnte. Und ich wollte es nur sagen, damit ihr alle Bescheid wisst, dann bitte jetzt bestellen und nicht lange warten, weil ich glaube, ich habe nur noch unter 10 oder so. Also viele sind es auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ansonsten, mit welchen Karten habe ich gearbeitet? Ich arbeite heute mit dem Intuit Oracle. Dann habe ich mit dem Lebensorakel der Engel von Doreen Virtue gearbeitet und mit den Teenage Oracle Cards und mit dem Self-Care Oracle und mit den Secret Language of Animals Oracle Cards und dann auch noch natürlich mit
meinen eigenen Karten, die zeige ich euch auch nochmal. Da habe ich hier La Dolce Vita in Italy verwendet und die Secret Key Cards, die Point of View Oracle Cards und das Universal Lenormand. Alle Karten sind unten verlinkt und ich arbeite hier auf der Energy Plate Astro. Auch alles, was ihr im Vorspann gesehen habt, vielleicht wollt ihr auch noch euer Sommer-Highlight buchen. Ich stelle auch dann bald schon das Herbst-Highlight ein. Also das Sommer-Highlight ist ja eine E-Mail-Beratung, wo es um euer Highlight geht, für den Zeitraum Juni, Juli, August. Und dann ab September, also September, Oktober, November, das ist dann das Herbst-Highlight. Das werde ich jetzt auch im Laufe des Augusts dann einstellen. Aber natürlich könnt ihr noch euer Sommer-Highlight buchen, weil den ganzen August haben wir ja noch Sommer. Und dann gucke ich gerne mal, was euch da Schönes erwartet. Und wenn ihr irgendwas im Vorspann gesehen habt, was euch interessiert, irgendwelche tollen Kerzen oder sonstige Produkte, alles ist unten verlinkt. Die Karten, die Energy Plate, der Rabattcode, die Energiediamanten und auch dieser Energiestab. Den zeige ich euch jetzt auch mal, weil das ist die energetische Überschrift für den Monat August. Und zwar kam hier Detox. Einer meiner Lieblingsstäbe, weil er sorgt ja immer für die Entgiftung, ja. Und da geht es nicht nur um die körperliche Entgiftung, also natürlich auch, wenn du jetzt im August gerne abnehmen willst oder dir, deinem Körper etwas Gutes tun willst, dann solltest du auf jeden Fall damit arbeiten. Du kannst das nämlich einfach dann in dein Wasserglas stellen und dein Wasser, was du täglich trinkst, im besten Fall ja mindestens 2 Liter, kannst du damit energetisieren. Du kannst auch ein Foto von dir darunter legen. Also da sind die Möglichkeiten vielfältig. Also sei da einfach kreativ, wie du mit den Stäben arbeiten kannst. Aber es geht natürlich auch um die mentale Entgiftung, ne? Weil es kann ja auch nicht nur der Körper, sondern auch der Geist regelrecht vergiftet sein. Und wenn du sagst, ja, genau das brauche ich. Ich möchte Körper, Geist und Seele reinigen. Ja, ich möchte eine Detox-Kur machen, sowohl für den Geist als auch für den Körper. Dann habe ich dir den unten verlinkt, dann kannst du damit gerne arbeiten. Aber dieser Stab kommt ja offensichtlich deshalb, weil der August unter dem Motto der Reinigung und Entgiftung steht. Und das ist natürlich sehr schön. Das heißt, alles, was uns nicht gut tut und was nicht zu uns gehört, wird jetzt losgelassen und bereinigt. Man startet nochmal von vorne, man fühlt sich wohler, man kümmert sich um Körper, Geist und Seele, um die Gesundheit, um die Ernährung und alles solche Geschichten. Und ja, wir schauen natürlich jetzt mal in die Karten ganz genau rein, um was es hier gehen könnte. Und es geht los mit dem ersten Stapel, mit der ersten Augustwoche, also 1. bis 7. August. Und als erstes kommen hier schon mal 2 Karten, die wirklich ganz, ganz krass jetzt auf diesen Energiestab passen, weil, schaut mal, hier kommt die Apotheke und listen to your body. Also, in der ersten Augustwoche geht es wirklich darum, auf deinen Körper zu hören. Er sendet dir Botschaften, was er möchte, was ihm gut tut, was er will und was er nicht will, vor allem was er braucht. Also höre da mal drauf. Und bei der Apotheke geht es um Infekte, Entzündungen, Krankheiten und Gebrechen, die jetzt behandelt und auskuriert werden sollten. Und du sollst dir ganz bewusst Zeit für deine Gesundheit bzw. für deine Genesung nehmen, solltest du an irgendeinem Gebrechen oder an einer Krankheit leiden. Und wie passt das bitte zum Stab Detox? Also die erste Augustwoche ist ganz darauf ausgerichtet, sich auszukurieren, auf den Körper zu hören, vielleicht auch Arztbesuche zu machen und vielleicht eine Vitaminkur eben, ja, eine Detoxkur, alles solche Sachen. Und dazu zählt auch, einfach mal vielleicht nichts zu tun. Und einfach mal nichts tun bedeutet ja auch nicht faul zu sein, sondern nichts tun ist lebensnotwendig und unerlässlich, um überhaupt produktiv sein zu können. Nur so entstehen Kreationen und Visionen. Also, die erste Augustwoche ist sehr cozy, sehr gemütlich. Das ist so neue Kraft schöpfen, um eben wieder diesen kreativen Funken in dir zu erwecken. Vielleicht, bist du irgendwie kurz vorm Burnout oder hast dich übernommen oder hetzt von einem Termin zum anderen, stehst irgendwie unter Strom
Und damit geht einher, dass du dich nicht wohlfühlst, dass es deinem Körper nicht, oder deiner Gesundheit nicht so gut geht. Und in der ersten Augustwoche sollst du einfach mal nichts tun, loslassen, dich auskurieren, dir ganz bewusst Zeit nehmen für deine Gesundheit oder für deinen Genesungsprozess. Und dann wirst du merken, wie wieder Visionen und Kreationen in deinem Inneren entstehen. Also hab kein schlechtes Gewissen, wenn du einfach vielleicht mal eine Woche lang gar nichts tust. Natürlich musst du wahrscheinlich zur Arbeit gehen, das ist klar. Aber einfach keine Verpflichtungen, Wellness, dir nur Zeit für dich nehmen, es langsam angehen lassen, alles solche Geschichten. Und auch die Karte hier spricht davon, dass du Botschaften von deinem Körper und Signale erhältst, die dir sagen, ja, komm wieder in deine Harmonie und in deine Balance, gehe achtsamer durchs Leben. Und es geht hier auch vor allem darum, sein Leben anders oder auch neu zu gestalten tatsächlich. Es ist ganz wichtig und unerlässlich, jetzt nur Wege und Pfade der Harmonie einzuschlagen. Weil die Lilien stehen für die innere Balance, für die Harmonie. Und jetzt geht es darum, die richtigen und die wichtigen Wege zu gehen. Sich wirklich zu fragen, wer oder was tut mir gut und wer oder was tut mir eben nicht mehr gut. Und wie komme ich wieder in meine Lebensfreude, in meine innere Zufriedenheit und Harmonie? Und dein Körper sendet dir da ganz deutliche Signale und möchte dich da auf gewisse Dinge aufmerksam machen. Und in der Zeit des Nichtstuns und der Entschleunigung und der Entgiftung, die du jetzt durchlebst, werden viele, viele neue Ideen auf dich einprasseln und du wirst dein Leben umgestalten, umdekorieren und verändern. Und du wirst auch Hilfe im Außen bekommen. Aber du sollst dich auch dafür öffnen, diese Hilfe auch empfangen, also in Empfang nehmen zu dürfen. Und das nicht von dir zu stoßen oder dass es dir vielleicht irgendwie unangenehm ist. Aber es kommt hier irgendwie eine unerwartete Hilfestellung und Unterstützung. Von welcher Stelle weiß ich nicht, aber sie wird kommen. Vielleicht hast du auch um Hilfe und Unterstützung gebeten. Das können auch Gebete ans Universum sein, dass du sagst, liebes Universum, bitte gib mir eine Antwort. Was soll ich jetzt tun? Welche Wege soll ich einschlagen? Und das ist ja auch ein Hilferuf und den wirst du jetzt empfangen. Aber wenn er dann kommt, sollst du ihn quasi auch annehmen. Ne? Also wenn du schon um Hilfe bittest, dann solltest du auch achtsam damit umgehen und das dann sozusagen auch umsetzen. Aber ja, wie gesagt, in irgendeiner Angelegenheit kommt hier eine unerwartete Hilfe auf dich zu. Und dann haben wir hier noch einen Hinweis mit dem Glashaus. Da geht es darum, anderen die Fehler vorzuwerfen, die man selbst begangen hat. Doppelmoral, Heuchelei, Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Also, es ist durchaus möglich, dass du mit einer Person zu tun hast, die deinen Geist vergiftet, in dem Sinne, dass hier jemand ein Heuchler ist, dass hier jemand moralisch nicht in Ordnung, also nicht korrekt ist, oder jemand wirft dir immer wieder Fehler vor und behandelt dich nicht so, wie du ihn oder sie behandelst. Hier ist irgendwie eine Verbindung, eine Beziehung nicht auf Augenhöhe. Und dann sollte man sich natürlich die Frage stellen, ob das überhaupt noch passend ist. Andersrum könntest du auch in diesem Glashaus sitzen und jemanden immer wieder die Fehler vorwerfen, die du eigentlich selbst tust. Und jetzt geht es darum, damit achtsam umzugehen, das aufzuarbeiten, das anzuerkennen und die Hintergründe dafür sich anzuschauen und aufzuarbeiten, damit eure Verbindung, eure Beziehung entgiftet werden kann. Weil es hat einen Grund, warum du hier quasi um dich schmeißt, obwohl du selbst im Glashaus sitzt. Oder ist es eben andersrum, dass jemand dich halt nicht korrekt behandelt und das schlägt dir aufs Gemüt und das hat auch Auswirkungen auf deine
mentale Gesundheit. Dann haben wir hier zwei Karten, die für einen, also einmal haben wir hier die Trophäe, also das steht für einen Sieg oder für ein Ziel, was du erreichen wirst. Du erhältst hier eine Belohnung und bei der Karte hier geht es darum, dass du etwas erledigen wirst und dass du als Erste oder als Erster durch die Ziellinie laufen wirst. Und dass du einen Siegeswillen entwickelst und einen Wettbewerb erfolgreich bestreitest. Also das sind zwei Siegerkarten im Prinzip. Das heißt, du wirst hier in der ersten Augustwoche einen ganz persönlichen Sieg einfahren. Oder du wirst als Sieger aus einer Geschichte hervorgehen. Oder du wirst dich als Sieger fühlen. Und unerwartete Hilfe und Unterstützung kommt, aber auch unerwartete Geschenke. Das ist auch so dieser Wille, jetzt bestimmte Ziele zu erreichen oder Dinge anzugehen, die brach lagen, um die du dich nicht kümmern konntest oder wolltest, weil du nicht in deiner Harmonie warst, weil du nicht gesund warst, weil dein Geist vergiftet war. Und jetzt wirst du hier Willensstärke ausstrahlen und auch eine gewisse Dominanz. Und du wirst dich sozusagen an die Spitze erheben. Du wirst aufsteigen und hier einen ganz besonderen Sieg einfahren oder ein ganz besonderes Ziel anvisieren. Also eine sehr, sehr erfolgreiche erste Augustwoche. Und dann haben wir hier noch das Thema Umweltschutz. Du bist ein Erdenengel, geboren, um die Natur und die Tiere zu schützen, für sie zu sorgen und andere Menschen zu lehren. Also, es kann auch sein, dass du vielleicht ehrenamtlich tätig sein möchtest oder dich für die Umwelt engagieren willst. Oder es geht einfach darum, dass du jetzt in der ersten Augustwoche dich ganz stark entschleunigst und entgiftest, weil du ganz viel draußen in der Natur unterwegs bist. Aber wenn du aktiv bist im Umweltschutz, dann wirst du hier auch irgendeinen Sieg offensichtlich einfahren. Das betrifft natürlich nur eine ganz bestimmte Gruppe von euch, aber es ist durchaus möglich. Oder du hast einfach eben den Drang, etwas Gutes, etwas Ehrenamtliches zu tun, ne? Okay, das sieht doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant aus. Und dann gucken wir jetzt auf den 8. bis 14. August. Und hier geschehen, wie ich das so sehe, schon mal ganz, ganz krasse Dinge. Auf die du quasi in der ersten Woche schon hingearbeitet hast. Und zwar haben wir hier den Turbolader. Und guck mal, wie das zur Energie-Detox passt, beziehungsweise zum ersten Stapel zur Entschleunigung, zur Entgiftung, zur Heilung und zur Genesung. Weil die Karte sagt, dass deine Leistung sich jetzt um mindestens 50% steigern wird. Du steckst voller Tatendrang und erreichst deine Ziele viel schneller als erwartet. Und wie das hier passt zu diesen beiden Karten, ne? Also irgendwas passiert dir in der ersten Augustwoche, dass du aufgrund dieses Nichtstuns, aufgrund dessen, dass du dich um dich und deine Belange kümmerst, wirst du das gleich in der zweiten Augustwoche so dermaßen spüren, weil du hier einen regelrechten Energieschub bekommen wirst. Und diese Ziele, an die du hier noch gedacht hast und die du auch endlich mal angehen wolltest, die wirst du erreichen. Hier hieß es ja auch schon, plötzlich und unerwartet wird dir Hilfe zuteil. Und hier heißt es, du wirst unerwartet deine Ziele schneller erreichen. Also das hängt alles miteinander zusammen, ne? Wenn du vorher keine Kraft und Energie hattest, um gewisse Dinge anzugehen, um ein gewisses Ziel zu erreichen, wirst du das spätestens in der zweiten Augustwoche angehen. Und wir haben für dich die Wunderlampe. Das bedeutet, deine Wünsche werden sich erfüllen. Deine Wünsche, die du schon so lange manifestiert hast oder die du jetzt ganz, also wo du jetzt ganz aktiv in der ersten Augustwoche dich nur um die Wunscherfüllung kümmerst und um das Wünsche manifestieren, da darfst du jetzt mit einem Wunder rechnen. Ja? Also die Karte sagt, deine Ziele erreichst du plötzlich schneller als erwartet und die Karte sagt, du darfst mit einem Wunder rechnen. Also ich weiß nicht, was hier passiert, aber es ist echt etwas Krasses, ja.
Ja, du sollst dich hier auf irgendetwas vorbereiten. Es wird bald sehr busy in deinem Leben werden, ja, aber also positiver, ja, Stress in Anführungsstrichen, Aktivitäten, Fortschritt. Und ja, du sollst hier sehr, sehr wachsam sein, weil jetzt ganz bestimmte Menschen plötzlich in dein Leben treten oder sich jetzt plötzlich ganz bestimmte Türen für dich öffnen werden. Du bist endlich ehrlich zu dir und auch zu anderen. Du findest quasi deine eigene innere Wahrheit. Und was halt am schönsten ist, ist, dass du aus dieser Energie des Aufgebens rauskommst. Du, ja, trittst dir quasi selbst in den Hintern, stehst wieder auf und egal, was du erlebt hast, egal, wen oder was du verloren hast, egal, wie oft du auf die Schnauze gefallen bist, du wirst wieder aufstehen und es jetzt quasi nochmal auf andere Art und Weise versuchen. Und nichts ist verloren, bis wir wieder aufstehen, nicht aufgeben und es einfach nochmal versuchen. Und genau das tust du jetzt offensichtlich. Ich habe hier einmal diese Fußfesseln und das bedeutet, dass dich ein ganz schweres Gewicht bisher zurückgehalten hat oder eine große Belastung. Und du warst quasi wie gefangen und du warst auch unglücklich und hast emotionalen Ballast und emotionales Gepäck mit dir herumgetragen. Jetzt öffnet sich für dich aber ein Feld, ein ganz bestimmtes Feld. Du bist wie ein Magnet und deine Sehnsüchte und Wünsche werden sich jetzt erfüllen, weil ein ganz bestimmtes wichtiges Energiefeld jetzt einen ganz wichtigen Einfluss haben wird auf dein Leben. Du ziehst sozusagen den Erfolg an. Also das ist etwas sehr, sehr Krasses, etwas sehr Magisches, was hier passieren wird. Und dann haben wir hier noch eine interessante Karte, da heißt es, eine Überzeugung ist das Ergebnis einer Erfahrung. Aber ist sie deshalb auch wahr oder richtig? Sammle neue Erfahrungen und deine Welt wird sich schlagartig verändern. Und das ist das, was jetzt passieren wird. Du bist in einem ganz bestimmten, ja, ich nenne es einfach mal energetischen Bewusstseinsfeld, in dem du deine Überzeugungen überdenkst, in dem du deine Erfahrungen anders bewertest. Und dadurch verändert sich auch deine ganze Welt, weil sich deine Überzeugungen verändern, weil sich die Sicht auf die Dinge, auf die Personen, auf deine Ziele, auf dein Leben völlig verändern werden. Es gibt hier eine schlagartige Veränderung. Es gibt mit der Wunderlampe einen Wunsch, der sich erfüllen wird oder auch mehrere Wünsche. Und wir hatten ja hier eben auch die Trophäe, die du bald in den Händen halten wirst. Und das kann auch etwas mit einer amtlichen, behördlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzung zu tun haben. Also es wird etwas bewilligt oder du gewinnst irgendwie eine Gerichtsverhandlung oder es wird eine Entscheidung zu deinen Gunsten getroffen oder du machst dich selbstständig oder du hast mit irgendeinem Amt einer Behörde zu tun und wartest auf was oder dir steht irgendwas zu oder du musst irgendwas beantragen. Es kann auch um irgendwelche Dokumente gehen. All das, da wirst du quasi den Sieg davontragen, ja. Und du erhältst hier irgendwie eine ja, elektronische Nachricht, sprich eine E-Mail oder eine WhatsApp mit einer Bejahung, mit einem positiven Bescheid. Oder du hast wegen also irgendwas online beantragt und jetzt kriegst du endlich eine Rückmeldung, ne? Oder du hast irgendwas recherchiert und das bringt dich auf neue Ideen und auf neue Visionen. Dann gibt es hier noch ja, der Personenkreis, der jetzt hier angesprochen ist, betrifft ja angehende Autoren vielleicht, ja, oder Schriftsteller. Vielleicht möchtest du irgendwas auch aufschreiben. Du heilst, inspirierst, lehrst und unterhältst mit den Worten, die du schreibst. Also es ist durchaus möglich, dass du eine Homepage machen willst oder einen Blog. Oder du machst irgendwie eine Seite auf Facebook oder Instagram. Oder du setzt dich hin und schreibst eine Kurzgeschichte oder einen Roman. Und das wird dir tatsächlich den Erfolg bringen, ja? Also wir haben hier einmal
Einmal sind hier die Umweltschützer angesprochen und hier einmal die Schreiberlinge unter euch, sage ich mal. Ne? Das betrifft natürlich jetzt nicht jeden, ist mir schon klar. Aber diejenigen von euch, die etwas aufschreiben wollen, oder dieses Schreiben kann ja auch sein, dass du irgendwie ein Dokument ausgefüllt hast, ne? Oder du wartest auf eine Unterschrift, die wird jetzt kommen. Oder du hast wirklich vor, einen Roman zu schreiben. Also du wirst hier Erfolg haben. Vielleicht schreibst du auch irgendwelche Erfahrungen nieder. Also irgend sowas kann hier durchaus möglich sein für einen bestimmten Personenkreis von euch. Also, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass sich hier ein krasses magnetisches, energetisches Feld für dich auftut, wo du jetzt gewisse Personen in dein Leben ziehst, gewisse Situationen, wo sich für dich Türen öffnen und wo sich Wünsche für dich wie von Geisterhand sozusagen für dich erfüllen und für dich manifestieren werden. Also das ist also wirklich etwas ganz Krasses, was hier passiert. Und Gewicht und Ballast fällt von dir ab. Und es geht hier auch ganz stark um diese mentale Detox, ne? Was hier auf der Karte stand. Also dieses komplett die Dinge anders sehen und neu bewerten. Und das führt wirklich dazu, dass sich deine ganze Welt schlagartig plötzlich zum Positiven verändern und verbessern wird. Okay, wir schauen jetzt mal auf die dritte Augustwoche. Das wäre dann der 15. bis 21. August. Und hier ist ein Hauptthema auch wieder deine persönliche Energie, dein sogenannter Energieraum. Es geht darum, dass du jetzt deine Grenzen wahren sollst und dich nicht von anderen vereinnahmen lassen sollst. Das hat also auch wieder ganz viel mit dem Thema Detox zu tun, Heilung und Gesundung. Wer um dich herum ist anstrengend und tut dir nicht gut, entziehe dieser Person ihre Macht über dich. Das ist das, was ich ja in der ersten Augustwoche hier auch schon gesagt habe. Also sich darüber klar werden, wer oder was dir nicht gut tut. Wer spendet dir Kraft und Energie und Zufriedenheit und wer entzieht dir das eher? Na, also du schottest dich jetzt sozusagen ab und kümmerst dich, nur um das, was dir gut tut und entziehst einer bestimmten Person oder einem bestimmten Personenkreis deine Energie, weil das ist deine Energie, die du für dich brauchst, für deine Ziele, für deine Visionen und für deinen Fokus. Du folgst jetzt deiner Bestimmung und du gehst vor allem in die Handlung. Das ist jetzt das Wichtige. Du fängst an zu handeln und dich darauf zu fokussieren, dass du jetzt nur noch das machst, von dem du der Meinung bist, das ist deine Bestimmung, das tut dir gut. Also du richtest deinen Fokus jetzt ganz neu aus und in deinem Energieraum ist auch kein Platz mehr für Kummer und Sorgen, schlechte Laune und Weinen, ja. Das ist jetzt nämlich vorbei. Also es geht darum, dass diese ganzen Gefühle jetzt rausgelassen werden dürfen. Du wirst jetzt gereinigt oder dein Kopf wird jetzt gereinigt. Da haben wir wieder das Thema Detox, weil nur dann, wenn man die Vergangenheit und alles, was geschehen ist, hinter sich lässt, kann man in eine schöne, neue, freudestrahlende Zukunft gehen. Und genau das wird dir jetzt klar. Und gerade sozusagen, noch recht zeitig kannst du hier aus einer negativen Situation entrinnen oder jemandem entkommen oder dich nochmal einen anderen Weg einschlagen, bevor du einen falschen gehst. Du kommst sozusagen nochmal mit einem blauen Auge davon. Das heißt, du wirst jetzt längst überfällige Entscheidungen treffen, bevor du einen Fehler machst. Ja? Also, du hast quasi nochmal Glück gehabt und kommst ohne größere Schäden beziehungsweise nochmal glimpflich davon. Du wirst deinem, ich sag's mal, falschen Schicksal entrinnen oder einer bestimmten Person. Auf jeden Fall wirst du jetzt das Beste für dich herausholen und aus einer ungünstigen Situation oder Position herausfinden. Und du wirst hier auch wichtige Gespräche führen
und richtig so zum Kern vordringen. Es gibt hier auch eine Auseinandersetzung, eine Diskussion, vielleicht auch mit einem Seelenpartner, mit einem Herzensmenschen, mit einer Person, die dir wichtig ist. Und jetzt kommen die Dinge auf den Tisch, die du bisher zurückgehalten hast und die dich davon abgehalten haben, den richtigen Weg einzuschlagen. Und jetzt, quasi ja kurz vor knapp, rückst du mit der Sprache raus. Und das wird hier ganz, ganz vieles verändern. Es geht hier um Dinge, bei denen du schon eigentlich selbst die ganze Zeit Selbstgespräche geführt hast. Manchmal ist das ja so, man denkt über irgendwas nach und malt sich so im Kopf das Szenario aus, wie man das dem Gegenüber dann mitteilt oder der betreffenden Person. Und du gehst jetzt von den Selbstgesprächen über in die direkte Konfrontation. Und das wird deine gesamte Situation verändern und dadurch kommst du nochmal glimpflich davon, bevor du einen falschen Weg einschlägst, bevor du deine Zeit weiterhin verschwendest. Ja, verstehst du, was ich meine? Und wir haben hier die Karte Übung macht den Meister, perfektioniere deine Fertigkeiten, indem du sie regelmäßig übst. Und das hat hier etwas mit Kommunikation zu tun. Du übst jetzt quasi das auszusprechen, die Dinge anzusprechen, mit denen du dich bislang nur mit dir selbst beschäftigt hast. Ja? Also deine Selbstgespräche werden zu einer Aussprache, zu einer Kommunikation. Dadurch wird dir ganz klar, was du eben willst und was du nicht mehr willst. Und natürlich wird sich deine Welt verändern, weil die angesprochene Person muss ja jetzt handeln und muss ja auch damit umgehen können, was du hier von ihm oder ihr sozusagen willst. Ne? Auf jeden Fall geht es hier um eine Neuausrichtung in deinem Leben. Ja, also du richtest dich jetzt deiner Bestimmung aus, deinem sogenannten Nordstern. Und du suchst deine eigene innere Wahrheit und findest sie auch. Du findest deinen Weg. Du gehst in eine neue Richtung. Du wirst jetzt abenteuerlustig neue Dinge entdecken, neue Dinge herausfinden. Du machst dir einen Plan. Du weißt jetzt, wo es lang geht und wo du hin willst. Und vor allem weißt du, was du nicht mehr willst, nämlich Komplikationen. Dich hier in irgendetwas verstricken. Oder auch irgendeinen Scherbenhaufen zusammen puzzeln sozusagen. Na, also du hast keinen Bock mehr auf irgendwelche Probleme, auf Schwierigkeiten, auf On-Off-Geschichten, auf irgendwelche Verstrickungen. Da richtest du jetzt deinen Kompass komplett neu aus. Und jetzt haben wir wieder eine Karte, was deine innere Einstellung betrifft. Glück ist kein andauernder Zustand, der permanent präsent sein muss, sondern eine Frage der Einstellung. Nur diese Erkenntnis führt langfristig zu Zufriedenheit. Das ist nämlich genau das, wenn man mal einsieht, dass es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen. Man kann nicht jeden Tag glücklich sein. Es gehören auch mal schlechte Zeiten oder schlechte Tage dazu. Aber deswegen muss noch lange nicht das ganze Leben beschissen sein. Und dass man sich dessen bewusst wird, dass Glück halt Momente sind. Oder ja, also irgendwelche Momentaufnahmen sozusagen. Aber auch vor allem eine Frage der Einstellung. Diese Erkenntnis führt zur Zufriedenheit und die wird dir jetzt ganz, ganz bewusst werden. Und andersrum wird dir natürlich auch bewusst werden, mit wem du oder mit was du eben ja nicht mehr glücklich bist. Ne? Natürlich muss man nicht permanent den ganzen Tag freudestrahlend durchs Leben gehen. Das funktioniert auch nicht. Niemand ist jeden Tag glücklich. Aber nur weil mal das Glück abwesend ist oder es mal schlechte Tage gibt, heißt es nicht, dass das Glück dich verlassen hat. Und wenn du das begreifst, stellt sich innere Zufriedenheit ein. Und du richtest dich deiner Bestimmung aus, deinem Nordstern. Ja, wow, krasse Botschaften hier. Und ja, dann geht's weiter mit der 4. Augustwoche, beziehungsweise das ist dann der 22. bis 31. August. Und hier wird dir ja immer klarer, dass bisher dein Blickwinkel auf das Leben oder auf eine bestimmte Person oder Situation einfach viel zu begrenzt und zu oberflächlich war. Und in Wirklichkeit steckt viel, viel mehr hinter deiner Thematik. Und dessen wirst du dir jetzt bewusst.
Du wirst immer liebevoller und freundlicher mit dir selbst umgehen. Und wir haben hier wieder das Thema der Kommunikation. Und da gibt es eben eine Transformation. Das ist ja auch das, was ich hier gerade schon angesprochen habe. Also es geht hier wirklich um die ganz, ganz tiefe innere Wahrheit, die man jetzt mit jemandem besprechen wird oder die man für sich entdecken wird. Und dass man sich dafür nicht verurteilt und da freundlich und liebevoll mit sich selbst umgeht oder auch ein sehr abgeklärtes Gespräch mit jemandem führt und diesen Menschen sagt, pass auf, das und das gefällt mir nicht, das und das macht mich nicht glücklich. Ich weiß, man muss nicht jeden Tag glücklich sein, aber... Und dann geht's los, ne? Also das, was du die ganze Zeit im Kopf hast, wird hier sozusagen angesprochen werden, ja? Und dann haben wir hier nochmal diesen Hinweis, dass du dich nicht mehr von irgendjemanden beeinflussen oder konditionieren lässt. Du hältst dich jetzt nur noch an deine eigenen Überzeugungen und Wünsche und ziehst relevante Quellen sozusagen hinzu. Also irgendwie, es geht für mich hier um eine richtig krasse Charakterentwicklung und ja, spirituelles Wachstum und um weise Entscheidungen. Sich nicht mehr verstricken, sich nicht mehr beeinflussen lassen, Dinge klar ansprechen. Vor allem Dinge, wo man schon also permanent Selbstgespräche führt, wo man sich vorstellt, wie man jemandem etwas sagt. Und du kommst hier auch mit relativ wenig Einsatz zu deinem Ziel, sagt hier diese Karte. Also du hast alle Fähigkeiten, die du brauchst und musst da gar nicht so viel für tun, außer ja, auf deine eigene innere Wahrheit hören und diese auch ansprechen oder aussprechen. Und dann gibt es hier für dich auf jeden Fall eine ganz, ganz krasse Veränderung. Du musst gar nicht viel einsetzen dafür. Das Glück, hat man eben auch das Thema, ist schon unterwegs zu dir. Ja, das kommt nicht in großen Schritten, sondern in kleinen Schritten, aber es ist unterwegs. Das Glück kann auch im Ausland liegen, weil wir haben ja auch diesen Rucksacktourist hier und der sagt, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich verlasse meine Heimat für ein paar Tage, Wochen oder Monate, ich gehe auf Reisen, das Schiff ist auch eine Reisekarte, das hier ist auch eine Reisekarte, also das Glück finden im Ausland oder bei einem Ortswechsel oder wenn man unterwegs und auf Reisen ist. Es kann sein, dass du jetzt auch alleine verreist, ja, spend time alone heißt es hier. Also durchaus möglich, dass du jetzt erstmal auch jemandem sagst, ich möchte erstmal für mich sein, ich muss mir über einiges klar werden, ich möchte erstmal verreisen und du schaffst dir jetzt einen ganz bestimmten Raum, in dem du vieles für dich klären und entscheiden wirst. Aber ganz klar hier, das Glücksklee ist sozusagen auf diesem Schiff schon an dich unterwegs. Es können aber auch viele Kurzreisen sein, die du jetzt unternimmst. Städtereisen oder am Wochenende einfach mal wieder weg sein. Und diese innere Zufriedenheit stellt sich ein, weil du spürst, du hast alles, was du brauchst und du kannst auch mit wenig Einsatz viel erreichen. Also es ist auch durchaus möglich, dass es dein großer Wunsch ist, im Ausland zu wohnen oder zu arbeiten oder in einer anderen Stadt. Und bisher hat dich abgehalten, dass du dachtest, na, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kann ich mir nicht leisten. Dabei hast du alles, was du brauchst und es ist gar nicht so viel Aufwand, wie du dachtest, das jetzt zu bewerkstelligen. Dessen wirst du dir ja auch offensichtlich bewusst. Ja, dann haben wir hier diese, ja, die Tracks, also die Schienen. Das bedeutet, hier kommen wir auch wieder die Reisekarte, Traveling, ne? Also ja, verreisen oder unterwegs sein wird jetzt ganz wichtig für dich werden. Aber du machst dich jetzt quasi auf den Weg, ne? Das ist wie wenn du dich jetzt in den Zug setzt und bereit bist, in ja wirklich ein neues Leben zu fahren und ganz neue Wege einzuschlagen. Du bist jetzt einfach in Bewegung und überbrückst auch eine gewisse Distanz und bist fokussiert und ausgerichtet auf eine ganz spezielle Richtung. Und ja, es passieren hier, also wie ein Tornado, jetzt aber im positiven Sinne,
fegt hier irgendwie eine Erkenntnis über dich hinweg. Aber wie ich das hier sehe, geht es wirklich damit einher, dass du auch was beenden wirst. Du wirst mit irgendwas oder irgendwem auch tatsächlich abschließen. Und das kann auch für einige verstörend sein oder auch sehr, sehr unerwartet. Nicht nur für die betreffenden Personen, mit denen du es zu tun hast, sondern auch für dich. Also das ist wie, als wenn plötzlich so ein Tornado durch dein Leben fegt und alles auf den Kopf stellen wird und du jetzt Zelte abbrichst und dich komplett neu ausrichtest, ins Ausland ziehst oder woanders in ein anderes Bundesland oder du brichst Freundschaften und Beziehungen ab. Also alles sowas. Oder du wirkst wie symbolisch wie ein Tornado. Also du fegst jetzt sozusagen alles beiseite, was dir bisher nicht gut getan hat und was in deinen Energieraum eingedrungen ist. Es kann auch gut sein, dass du momentan sehr viel Yoga und Meditation machst und dadurch kommen auch ganz viele wichtige Erkenntnisse. Und das bestärkt dich in deinem Vorhaben, jetzt diese neuen Wege sozusagen einzuschlagen. Aber auch hier wieder Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, ist hier wieder wichtig. Wir haben wieder das Thema Detox. Dein Leben verbessert sich durch Yoga, Stretching und Fitnesstraining, natürlich auch durch bewusste, gesunde Ernährung und all solche Sachen. Also das ist wirklich hier so ein Self-Care-Orakel, sage ich mal. Ne? Also es geht hier wirklich nur um dich, um eine neue innere Ausrichtung und um ganz wichtige spirituelle Erkenntnisse und du bist jetzt an ein ganz bestimmtes, magisches, universelles Feld angedockt, wo du ganz, ganz viele neue Situationen und Personen in dein Leben ziehen wirst, aber auch ganz klar gibt es hier eine Transformation in Sachen Kommunikation. Also was... Da sitzt so ein kleines Männchen in deinem Kopf, was dir ständig irgendwas zuflüstert und das setzt du jetzt in die Tat um. Oder halt auch ein Gespräch, was endlich stattfinden muss, auch das wirst du jetzt endlich tun. Und dadurch wird sich auch vieles in deinem Leben verändern. Ja, ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen und das auf deine Situation, sage ich mal, ummünzen, umdeuten. Ja, auf jeden Fall meine Empfehlung, arbeitet in der, nicht in der Augustwoche, also den ganzen August, auf jeden Fall hier mit dem Detox-Energiestab, wenn ihr wollt. Ich habe euch den halt unten verlinkt. Und ja, denkt dran, die Energiediamanten-Aktion gilt nur noch heute und morgen, also bis 1. August, bis um Mitternacht. Und dann hat sich das erledigt mit dem Rabattcode. Also auf alle Energiediamanten 20% Rabatt mit dem Code DIAMANT20. Guckt unten in der Infobox, da habe ich euch auch alles nochmal aufgeschrieben. Ja, dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zugucken, meine Lieben. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen, spannenden August voller Wunscherfüllungen, voller neuer Erkenntnisse. Und dann sage ich wie immer Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.